Ja, herzlich willkommen, liebe Linux-Freunde, hier bei gtux.tv. Ja, heute habe ich mich mal etwas an den Straßenrand gestellt und möchte mal über ein etwas ernsteres Thema reden. Also, heute wird es mal etwas nicht ganz so lustig wie sonst, sage ich mal. Nein, es geht darum, der YouTuber Harald Frenkel, der mit seinem Kanal Frenkel frotzelt bei YouTube aktiv war, hat aufgehört. Für mich war Harald Frenkel eigentlich schon lange ein Vorbild. Also jetzt nicht Vorbild in dem Sinne, sondern er ist die Person, die mich dazu gebracht hat, Eurotalk-Videos zu machen. Ich habe mir damals seine Videos sehr gerne angeschaut, besonders sein Format, den Talktrack, was er nach einiger Zeit leider eingestellt hat, zu meinem Bedauern zumindest. Aber er meinte, das Format wird sich nicht mehr lohnen. Das respektiere ich dann auch. Ich habe es immer gerne geschaut. Ich habe seinen Kanal jetzt in letzter Zeit nicht mehr so verfolgt, weil er ja mehr auf Livestreams gegangen ist und nicht mehr so bei YouTube aktiv war. Den Eurotruck hat er nur noch ja, im Multiplayer gemacht, größtenteils. Singleplayer war wirklich Mangelware und ich habe ihn wirklich nur wegen Eurotruck-Videos geschaut. Er hat auch vieles andere zu bieten gehabt. Er hat GTA gespielt und Skyrim und ach was nicht alles, ganz viele verschiedene Sachen. Ja, auf jeden Fall hat er jetzt aufgehört. Die Gründe dafür hat in einem, wie ich finde, sehr emotionalen Video und sehr persönlichen und offenen Video dargelegt. Und da möchte ich auch gar nicht viel zu sagen. Das könnt ihr euch am besten selber angucken. Habe ich in der Beschreibung verlinkt. Geht ungefähr 40 Minuten. Und ich finde, wenn man sich das Ganze anguckt, dann wird einem so richtig klar, was YouTube im Grunde heutzutage ist. Ich meine, er spricht von Neid und Missgunst unter YouTubern. Was mit Sicherheit gibt, wenn man eine bestimmte Größe hat, dann spricht er von Hatern, die einem das Leben schwer machen. Er spricht von Personen, die ihm teilweise, von denen er dachte, dass sie ihm nahestehen, die ihm Steine in den Weg legen. Und das ist traurig, dass es sowas in dieser Welt gibt, dass Menschen, die sich, wie Harald das gemacht hat, sich mit YouTube etwas aufbauen wollen, weil sie das gerne machen und weil sie beruflich auch keine anderen Perspektiven sehen vielleicht, dass denen das nicht gegönnt wird teilweise, ja. Er spricht da zum Beispiel die Adblocker an und ja. Und er sagt dazu, wie ich finde, was sehr richtig ist. Ich meine, er sagt, wer einen Kanal abonniert und sich von jemandem gern unterhalten lässt und dann aber mit dem Adblocker unterwegs ist und für die Arbeit, die der YouTuber dann in dieses Video reingesteckt hat, und das ist teilweise wirklich Arbeit, wenn man das professionell betreibt, dafür nicht mal diese Werbeklicks gegönnt sind, dann ist man ein Schmarotzer, sagt er. Und da möchte ich ihm zustimmen. Nun, aber das war jetzt nicht der Grund für sein Aufgeben. Er hatte zwar hohe Ziele, ich glaube, er wollte 100 bis 150.000 Abonnenten erreichen, wobei, wie er auch richtig sagt, Abonnenten gar nicht so ausschlaggebend sind. Viel ausschlaggebender sind in die Klicks. Und die monetarisierbaren Aufrufe, die dadurch generiert werden, er hatte ungefähr 1 Million Klicks pro Monat anvisiert, was leider nicht erreicht wurde. Und er spricht jetzt ganz offen davon, dass er versagt hat. Er wollte mit YouTube nicht reich werden. Das ist nicht so und das sollte man ihm auch nicht irgendwie vorhalten. Er wollte halt seine Familie ein bisschen mit unterstützen mit dem Geld, was er da reinkriegt. Und ich finde, das ist ein ehrenvolles Anliegen. Ja, das ist immer noch besser, als wenn man. Es gibt viele Leute, die keine Arbeit finden oder vielleicht auch aus anderen Gründen vielleicht einer Arbeit nicht nachgehen können. Und wenn man dann die Chance hat, sich das auf diesem Weg dann trotzdem einer geregelten Tätigkeit im Grunde nachzugehen, dann ist das unterstützend wert und gehört respektiert, wie ich finde. Ja. Und wenn man ihm vorwirft, dass er geldgeil wäre oder klickgeil, ja, dann braucht man sich gar nicht mit einem Gronkh oder einem Sarrazar oder anderen großen YouTubern, Liont oder Sami Slimani auseinandersetzen. Ich meine, die verdienen aber 1.000 Euro damit und die machen das nicht mehr aus Spaß. Ich meine, sie haben mit Sicherheit teilweise Freude an dem, was sie machen, aber im Vordergrund steht bei diesen Klickzahlen und bei dem Geld, was er verdient, da steht im Vordergrund wirklich das Business und damit den Lebensunterhalt zu verdienen und na, nicht nur den Lebensunterhalt, sondern weit darüber hinaus. Also die sind nicht mehr authentisch. Ja, die machen das, was die Fans sehen wollen, um die Klicks zu generieren, um das Geld reinzuholen. Ja, und Harald war jemand, der war immer authentisch.
Er wollte nicht irgendwelche großen Reichtümer anhäufen, er wollte nicht Millionen von Abonnenten haben, er wollte ein Standbein haben, er wollte sich einen gewissen Standard aufbauen, eine gewisse Community, mit der er dann über die Runden kommt. Und das hätte ich ihm auch gegönnt. Ich finde es schade, dass er jetzt aufhört, und die Umstände, warum er aufhört, finde ich auch sehr schade. Darauf möchte ich aber auch nicht näher eingehen. Das könnt ihr, wie gesagt, alles in dem Video euch anhören, was ich unten verlinkt habe. Ich möchte ihm auf diesem Weg einfach nur nochmal danken für die ganzen tollen Eurotalk-Videos und auch die anderen Videos, die mit Sicherheit alle gut waren, die er gemacht hat. Ich habe die Eurotalk-Videos immer gerne geschaut. Wie gesagt, durch ihn bin ich überhaupt dazu gekommen, Eurotalk zu spielen. Auch auf meinem Kanal dann hinterher. Dafür möchte ich mich bedanken, und ich wünsche ihm persönlich, ja, also, und das meine ich auch wirklich, wirklich ernst, ich wünsche ihm persönlich auch alles Beste, und dass er gesundheitlich wieder voll auf die Beine kommt und dann mit seiner Familie zusammen wieder neue Kraft tanken kann und dann vielleicht, wenn er Lust hat, wenn es möglich ist, dass er vielleicht wieder zurückkommt, aber kein Stress. Im Vordergrund steht erstmal, dass er wieder gesund wird. Und ja, auf diesem Weg haben wir auf jeden Fall, Harald, alles Dankeschön für alles, was du gemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Halt die Ohren steif. Tschüss.